Sehr geehrter Herr Staatsminister Schmidt, sehr geehrter Herr Abgeordneter Wehner, sehr geehrter Herr Landrat Vogel, sehr geehrter Herr Professor Matschulat, sehr geehrter Herr Professor Bernhofer, sehr geehrter Herr Ministerialdirigent Dr. Schwarze, lieber Matthias Böttger, sehr geehrte Damen und Herren Referenten, liebe Teilnehmer, auch ich heiße Sie sehr herzlich willkommen und auch ich freue mich sehr, sagen zu können, dass es nun bereits das 10. Mal ist, dass wir zu den Annaberger Klimatagen ins Erzgebirge einladen. Wir blicken zurück auf eine Veranstaltungsreihe, mit der wir von Anfang an versucht haben, die Thematik in ihrer ganzen Vielfältigkeit zu beleuchten. Dabei stand der Klimawandel und seine Folgen genauso im Fokus wie der Klimaschutz sowie die Auseinandersetzungen mit Witterungsextremen, Anpassung an den Klimawandel und auch die Vulnerabilität, um nur einige Begriffe aus den vergangenen Veranstaltungstiteln herauszugreifen. Dieses breite Spektrum kann unsere Stiftung nur durch die hervorragende und langfristig konstante Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern anbieten. Deshalb möchte ich heute ausdrücklich dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, der TU Bergakademie Freiberg, der TU Dresden, dem Erzgebirgskreis sowie der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft und dem Deutschen Wetterdienst sehr herzlich danken. Ich denke, das ist einen Applaus wert. Ich möchte mich aber heute auch einmal ausdrücklich bei meiner Mitarbeiterin im Hintergrund bedanken. Ihnen allen bekannt ist sicher Barbara Heidrich, die von Anfang an für die Organisation und Durchführung der Tagung verantwortlich war und ist. Ich denke, das ist auch ein Applaus. Es sind viele Partner, meine Damen und Herren, die die Annaberger Klimatage vorbereitet haben. Aber in diesem Fall gilt der altbekannte Spruch, viele Köche verderben den Brei ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil leben die Annaberger Klimatage von der vielfältigen Ausrichtung der Partner, die jeweils ihr Know-how eingebracht haben. Und ich bin mir ganz sicher, wir sind da lange noch nicht am Ende. Ein Beispiel dafür ist unser heutiges Thema, bei dem die Frage, wie sehr müssen wir differenzieren, im Mittelpunkt steht. Diese Frage hätten wir am Anfang vor nunmehr 15 Jahren so gar nicht stellen können. Sie zeigt, wie sehr sich die Fragen um das Klima verändert haben. Die Frage, wie sehr müssen wir differenzieren, zeigt sehr deutlich eine starke Fokussierung auf die Regionen und auf das aktuelle Handeln. Dies spiegelt auch der Artikel in der Freien Presse vom 3. Mai wider. Zitat, auf Sachsens Bergen ist es zunehmend milder als im Tiefland. Was bedeutet das konkret für den Tourismus, für die Landwirtschaft? Diesen Fragen müssen wir aktiv begegnen. Hierfür brauchen wir die Analysen der Fachleute und die Diskussion mit den Akteuren vor Ort. Gute Zusammenarbeit ist dabei unerlässlich, um den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen und um etwas Konkretes zu bewegen. Nun wünsche ich uns allen einen guten Verlauf mit vielen interessanten Vorträgen und Gesprächen. Glück auf! Applaus